Oh Gott. Boah, guckt euch den mal an, wie hässlich der aussieht. Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Fallout 4. Es geht weiter. Mir ist aufgefallen, ich habe vergessen, Kate immer noch in den Anzug reinzustecken. Aber es läuft ja gerade ganz gut. Wir machen ja nur kleine Quests, die sind nicht so schwer. Dennis hat seine Mission erfolgreich abgeschlossen. Ich bin stolz auf ihn. Dennis, du bist tapfer. Jetzt bringen wir die Quest weg, die wir mit Dennis eben erledigt haben. Mit den Knappen, denen wir zeigen müssen, wie es im Ödland zu sich geht, umhergeht. Ihr wisst schon, was ich meine. So, Quest wegbringen. Willkommen zurück, Wächter. Bericht. Hat unser Knappe sich gut geschlagen? Er hat sie alle allein umgebracht. Positiv. Gut, das hatte ich auch erwartet. Hier, gute Arbeit. Unsere Knappen können immer eine gute Ausbildung gebrauchen. Gib Bescheid, wenn du eine weitere Mission annehmen kannst. Ich helfe gern. Ich helfe gern. Ausgezeichnet. Der Knappe kennt den Ort. Er trifft dich am Boden. Ich hoffe, du zeigst ihm, wie wir die Dinge erledigen. Ist nochmal eine Quest mit... Okay, wann kriege ich denn ein neues Rüstungsteil? Kerls. Das sind gute Frischlinge. Ich glaube, zu dir werden sie aufschauen. Ach, verdammt. Ja, gut. Okay. Ich bin überlegen, ob ich mal kurz Bruderschaftsquest pausiere und vielleicht die restlichen Siedlungen finde. Versorgungstruppen, ich glaube, wir haben hier nur Reinigung des, nee, warte mal, Raider-Probleme bei Covenant und Ghoul-Probleme bei Northhagen Beach. Ja, was soll's. Kommen wir mal noch mal ein paar Minuteman-Quests, weil wir haben, uns fehlen halt noch drei Siedlungen. Die Insel, Jamaika und, Bunker Hill. Bunker Hill kann ich auch einfach selbst irgendwie befrieden. So, Kate, wir gehen mal gerade zurück. Obwohl, nee, warte mal. Wir können noch gerade hier Northhagen Beach abschließen. Warte mal. Oh, das haben wir auch noch gar nicht. Oh, das haben wir noch gar nicht. Ja, sieh mal an. Ja, sieh mal an. Ja. Ja, sowas. Scheiße, ich trottel. Na gut, dann machen wir jetzt Northhagen Beach, meine Freunde. So, wir müssen da lang. Bin ich überladen oder so? Ich... Nein, das doch bin ich. Scheiße. Egal, das können wir noch schaffen. Kate hat ja auch noch Platz. Und dann müssen wir abladen und Kate unbedingt den Anzug wieder anziehen. Ne, halt. Wir wollen die andere Quest abbrechen. Ein andermal. Die Knappen können doch hier mit Liberty Prime mitlaufen. Da passiert denn auch nichts. Die werden höchstens atomisiert von seinen eigenen Atombomben. So wie ich. Boah, guck mal. So ein Ding hätte ich gerne fliegen sehen. Abgefahrene Scheiße. Oh, was ist das denn? Ist das ein Fisch? Was ist das da? Irgendwas ist vor uns weggeschwommen, wie witzig. Na gut. Northhagen Beach. Wunderschöner Ort. Beach würde ich das nicht nennen. Eher Junkyard. Oh, hallo, Freunde. Du gehörst zu den Minutemen, oder? Ich gehöre zur Bruderschaft Minutemen und noch viel mehr. Klar. Sag mir einfach, was los ist. Eine Gruppe wilder Ghule hat sich in der Nähe eingenistet. Und ein paar von ihnen machen jetzt die Gegend unsicher. Wenn noch mehr draußen rumlaufen, werden sie uns irgendwann überrennen. Wir brauchen jemanden, der sich um sie kümmert. Kein Problem. Sind Ghule öfter ein Problem? Mit ein, zwei Ghulen werden wir meistens fertig. Aber mit noch mehr? Nun. Ich bin dran. Ist so gut wie erledigt. Ich bin froh, wenn ich sie endlich los bin. Sehr gut. Wo sind die denn? Oh nein, wie weit weg sind die denn? Ach, guck mal, jetzt muss ich... Da war ich noch gar nicht. Guck mal, neues Gebäude. Vorlieb, Fischerei, Fertigungsanlage. Hier gehen wir von General Atomics dahin. Das ist das Mr. Handy-Geschäft gewesen. Wo die ganzen Mr. Handys drin waren. Könnt ihr euch erinnern? Ich will mal gerade was trinken. Ah, Wasser. Ich hätte jetzt gerne eine Cola. Eine Nuka-Cola. Mit Kronkorkenverschluss. So, sprich mit Preston Gar... Oh. Raider-Probleme bei Covenant? Wie...
Gab es da irgendwie ein Zeitlimit oder so? Das war ja... Oh Mann, aber das war nicht schlimm oder so, oder? Habe ich da ein paar verloren? Egal. Krass, da muss ich mich damit beeilen, hä? Oh, Level 52. Oh, jetzt können wir was leveln. Dann gehen wir doch auf Wissenschaft. Ich klicke da ganz schnell drauf, bevor ich was anderes skille. Na, wo bist du denn da? Sehr gut. Vorlieb, Fischereiverarbeitungsanlage. Guck mal, was haben wir denn da? Hallo, Kleiner. Guck mal, was. Das ist so ein Laser. Renn mal durch. Sehr gut, ich bin stolz auf dich. Guck mal, der ist gepanzert. Er war gepanzert. Oh, ist der Bändchen verloren. Und Unfall. Warte. Hörst du das? Werfen wir eine Granate, Kate. Ja. Ja, glaube ich auch. Alter, sind das... da war ich schon. Das ist frei. Das haben wir freigeräumt. Das waren Supermutanten. Dieser Stolperdraht kann nicht entschärft werden. Aber warum? Ich schwöre, da war was. Anscheinend geht das nicht. Jetzt können wir uns das nochmal ansehen. Oho! Sind das Nuka-Granaten? Sind das Nuka-Cola-Granaten oder wirfst du da gerade kleine Atombomben, Kate? Ich glaube, Kate wirft da kleine Atombomben. Das ist die Nuka-Granate. Nuke-Grenade. Nicht hier Nuka-Cola oder so. Ich dachte immer, das ist irgendwie mit dem Chemiestoff von Nuka-Cola. Ach du Scheiße. Alter. Drecksack. Gehstock. Schon wieder ein Gehstock gefunden. Wow, wow, wow. Ich war das nicht. Oh, der LKW explodiert gleich, Kate. Dann gehen wir mal rein. Wo ist denn der Eingang? Guck mal, hier sind Kabel. Oh, guck mal, das sind so ganz andere Dinger. Ne? Es gibt echt noch einige Sachen, die wir noch nicht bauen können. Ich bin schon jetzt überladen, laden. Das wird niemals gut ausgehen. Explosion. Das war der LKW. Wir können oben reingehen, Kate. Ist auch mal was. Hallo, hier ist Daldemar. Und ich bin hier, um euch umzubringen. Kate, ich habe hier ein paar Ghule. Ein paar tote Ghule. Baseball. Ich glaube, ich gebe Kate wieder... jetzt weiß ich, was das wenigstens für Granaten sind. 14 Kronkorken, im Ernst. Kate, du weißt, guck mal hinter dir. Kate, hinter dir. Ach Gott, Hase. Ein Schuss. Ich hoffe, die sehen nicht bald alle so aus. Aber ich glaube schon. Aber sie sterben trotzdem genauso schnell wie davor auch. So, jetzt gehen wir hier oben nochmal gucken. Normalerweise gibt es immer Bubbleheads, aber ich glaube nicht. Also wir haben mal einen gefunden hier oben. Ein Tresor. Das Geländer würde diesen Tresor wahrscheinlich niemals aushalten können. Das wär's. So. Das wär's. So, jetzt gehen wir hier rein. Nichts. Ich glaube, wir können hier nicht rein. Redex. Patronen. Ich will jetzt nicht zurückgehen und mein Inventar leer machen, weil ich habe Angst, dass die Quest irgendwie auch abbricht. Deswegen machen wir das jetzt gerade. Vielleicht hätte mir erst Covenant helfen sollen. Das waren doch keine Ghule, die das dran gemacht haben hier. Mal schnell ans Terminal gehen, bevor Kate durch das Ding läuft. Bin drin. Bin drin. Doch, hier ist eine Sicherheitstür. Passwort inkorrekt. Geil, was war denn das jetzt bitte? Ich will auch so eine Tür haben. Wo bin ich denn hier? Alter, wo bin ich denn hier? Das sind keine Bösen. Doch sind es Chemielaborarbeiter. Kate? 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 Moment. Ich muss erstmal. Ja, tun sie. Hallo! Ich bin der Aldemar und ich will euch alle umbringen.
warum schießen die auf mich? Die sind total hohl, oder? Kate muss doch... muss noch nicht mal richtig lange schießen, Kate. Das war's schon. Abgefahren. Ich glaube, das war einfach geheim. Das war zufällig. Chemieanzug, das sind Ghule. Okay. Das muss irgendeinen Grund haben. Irgendeinen Grund hat das. Irgendeinen Grund hat das. Okay, du musst jetzt tragen. Und zwar, Baseballschläger, Impro-Gewehr, Impro-Repetierer. Nein, die Molotow-Cocktails behalte ich, sonst wirfst du die gleich noch. Kleidung, haben wir auch ein bisschen was gefunden. Ah, sehr gut, Kate. Du erleichterst mir alles. Ah, Kate kann ganz schön viel tragen mittlerweile. Ich glaube, das mit den Taschen war eine gute Idee. Oh yeah. Oh, sehr gut, Kate. So, wir haben hier Laborstation. Wir haben noch mehr Tote. Da haben wir Wasser. Da haben wir das. Die sehen aus wie diese Raumfahreraffen. Nur ein Mensch. Guck mal, da können wir rausgehen. Oder es geht weiter rein. Abraxo-Putzmittel, damit machen die dir wahrscheinlich. Ja, hier steht sonst nichts. Hier ist keine Info. Keine Info. Hier ist ein Terminal, glaube ich. Ne, ist kaputt. Keine Ahnung, ist das irgendwie Breaking Bad oder so? Ich meine, aber sonst... könnte höchstens ein Gag auf Breaking Bad sein, aber ich sehe sonst keinen Hinweis auf den Film, auf die Serie. Scheiße, am Tisch wäre es vielleicht was gewesen. Also ich kann mich auch vertun, ja? Meine Güte, ist hier viel. Okay. Hier ist aber nichts. Keine Computer. Tote. Chemielabor-Sachen. Terminal. Ob wir hier noch mehr finden? Und da geht's einfach nur wieder raus. Wir sind hier durch reingekommen. Na ja, dann gehen wir jetzt da lang. Ob das schon alles war? Ich meine, wir sollten hier Ghule töten und nicht irgendwie ein Labor ausheben. Ich glaube, davon bekommen wir irgendwann noch zu hören. Oh, scheiße. Ach, das ist der andere. Ach, die sollen wir jetzt töten. Werkzeugkoffer. Das gibt's doch nicht da. Nein! Ja. 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 Kate, was gibt's denn da? Ein Totenghoul. Okay, dann machen wir hier gerade sauber. Kehren wir mal hier durch. Ganz schnell. Oh, hier sind Knochen? Nee, keine Knochen. Na, bist du wohl. So, da wollen wir rein. Können wir das hier irgendwie hier durch öffnen? Das wär's. Das wär's. Protektron-Steuerung, sehr gut. Persönlichkeitsmodus ändern, Standard. Ich will gerne, das mit den U-Bahn-Marken funktioniert, glaube ich, immer noch nicht. Tür öffnen. Sonst würde ich immer die U-Bahn-Patrouille anmachen. Der will nicht angehen, oder was? Du solltest aber angehen. Geht doch. Verdammt! Ist hier jemand mit einem Bulldozer durchgefahren? Ich! Na toll. Ah ne, das war ein Ghoul, Gott sei Dank. Oh, das ist der letzte Ghoul! Komm, der Protektor kann ihn töten. Mit deinen riesen Bohrhänden. Yeah, restricted area. Mann, ich will auch so einen haben. Vielleicht hole ich mir dieses Plugin. Ja, und stell mir so einen in die Burg, der rumpatrouilliert. Keine Knochen. Klemmbrett. Hier muss doch irgendwo, ihr wisst schon, was sein.
Ja, halt so ein Comic oder eine grüne Kiste oder so. Schraubenzieher. Toter Fisch am Fließband. Ach so, das schießt mit Gleisgewehr, ne? Nee, wie geil, wo ist der hin? Er hat den getötet, aber wo? Scheiße, Alter, wo hast du ihn denn getötet? Da. Schnapsglas. Nee, das kann nicht sein, dass der das war. Das kann nicht sein. Der hier? Nein. Ist beim Fischessen gestorben, guck mal. Wo war der denn? Kate, hast du ihn irgendwo gesehen? Der hier? Wilder Ghoul? Nee, ich glaube, wir finden ihn nicht mehr, Kate. Er hat ihn getötet und da war die Quest vorbei. Aber wo war er denn? Wo war er denn? Der kleine hässliche Ghoul. Hängt er irgendwie in der Wand? Nee. Keine Ahnung. Vielleicht war er das. Ach nee, er lebt noch. Na gut. Hier ist auf jeden Fall eine Tür. Eine Truhe weiß ich nicht. Machen wir die mal auf, Hase. Ich weiß, du stehst da voll drauf. Ich höre Ghoul, kannst du ihn mal bitte töten? Cool. Oh Mann, ich bin immer noch nicht überladen, Gott sei Dank. Du machst das schon, Kate. Ich setz auf dich. Du brauchst schon ein bisschen, Kate. Ist noch einer? Oh Gott, was ist das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, boah, guckt euch den mal an, wie hässlich der aussieht. Was ist das denn für ein Ghoul? Alter, die verändern sich immer mehr. Guck mal, der ist so auf, weil man so ein Muskelprotz oder was. Alter, du darfst nicht mehr aufstehen. Deswegen sollten Ghoule sterben. Aus diesem Grund. Ist das der Ausgang? Nee, Kate, kannst du noch ein bisschen was tragen? Ich muss was ablegen. Wir legen was ab. Ich glaube, Waffen. Ich glaube, das ist sowieso das, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Oh nein, die wollte ich eigentlich nicht wählen. Egal. Kampfflinte. Scharfschützengewehr. Da ist sie doch. Den Rest brauchen wir nicht. Da steht sowieso nicht, was das ist. Da müssen wir die in die Hand nehmen. Staubwedel! Nudeln! Ich muss aufpassen, was ich jetzt einsammle. Da ist doch eins! Nett. Nett. Erhalte dauerhaft bessere Preise, wenn du beim Händler einkaufst. Na gut. Ich dachte ja an irgendwas mit Schießen. Oh, guck mal, hier haben wir Medikamente. Und da haben wir... Das ist krass. Guck mal, ein Skelett guckt sich selbst an. Okay, das war's. Kate, wir gehen hier raus. Scheiß drauf. Exit. Du bleibst am Leben. Du kannst alle Ghoule töten, die hier nochmal reinkommen. Vielleicht muss ich hier irgendwann nochmal in 30 Folgen rein. Oder 40 Folgen oder 100 Folgen, weil alles irgendwie scheiße. Wie komme ich nochmal hoch? Irgendwie wieder gespawnt ist und dann wacht hier der Protektron. So, Ausgang. Da. Kate, wir gehen. Südboston. Gut, dann gehen wir jetzt die Quest wegbringen und danach müssen wir bestimmt Preston Bericht erstatten. So, egal. Anscheinend können wir da einfach durchlaufen. Das macht doch jetzt mal Sinn, warum hier dieses ganze Zeug ist, ne? Weil die Typen da drinne brauen und die nicht gefunden werden wollen. Aber die hätten auch die Explosion hören können. Oder diese nuklearen Handgranaten, die Kate wirft. Ich glaube, Kate kann davon nicht unendlich werfen. So, wir wollen dahin. Nordhagen Beach, los geht's.
Geben wir die Quest ab und haben eine Siedlung mehr. Und es ist grottenhässlich hier. Und verschmutzt und nass. Ich habe diese lästigen Ghule erledigt. Und da ist Kate mit der riesen Gatling. Läuft am Fenster vorbei. Süß. Rede mit mir, mein Freund. Rede schon. Das sind großartige Neuigkeiten. Kumpel, wir sind dir und den Minutemen echt dankbar. Und ihr habt unsere Unterstützung. Sprich mit Preston Garvey. Jetzt haben wir noch eine Siedlung. Hier kann ich bauen, wenn ich mal nicht aufnehme. Ich glaube, ich muss hier was bauen. Liegt da ein Vertibird? So, wo ist denn das Baudingen? Können wir jetzt schon bauen? Können wir schon, okay. Oh, aber hier ist ganz schön Platz, oder? Guck mal, es geht bis zum Strand runter. Oh, hier oben ist aber schon wieder blockiert. Aber es geht bis zum Strand runter, das ist ja schon mal was. Gehen wir gerade hier gucken. Wir gehen mal gerade hier gucken. Und da hinten ist die Insel, ja? Ne, die Insel ist das. Ich bin mir nicht sicher. Da müsste das dann noch eine Siedlung sein. Komm, wir laufen jetzt mal hin. Und reden mit denen. Ich sehe gar keine Vertibirds mehr. Sind die mittlerweile alle abgestürzt? Alles Abstürze. Verluste. Ich will nicht wissen, die Bruderschaft hat bestimmt schon 15 Vertibirds verloren. Oder 16. Oder 20. Okay, Alter, guck mal, was wir hier finden. Noch ein Anzug. T60. Kate, nimmst du. Aufgepasst. Hoffentlich ist es. Dort kann ich nicht hinkommen. Dann bring ich den raus und ziehst ihn an. Aber ohne Beine. Richtig geil. Aber keine Energie. Deswegen, Kate, gehst du jetzt hier rein. Nochmal so ein frostetes Stück. Aufgepasst. Mach ich, Boss. Rein da, Hase. Betrete deinen Anzug. Kein Problem. Ja, das ist so ein Bruderschaftsanzug, 60, glaube ich, ne? Okay. Das sieht Banane aus, Kate. So ohne Beine. Guck mal, da ist einer angedockt. Da drunter. Deswegen hört ihr das. So. Hallo, ich bin der Aldemar. Euer neuer Bürgermeister. Apropos, ich hoffe, ich kann irgendwann Bürgermeister werden in Diamond City. Ach nee, das ist Fort Strong. Das ist gar nicht diese Siedlung, das ist Fort Strong. Hier wurde der Fatman gebaut. Der allererste Fatman. Oh mein Gott, die Story von Fallout ist eigentlich ziemlich geil, wenn man sich mal Wikipedia schlau liest. Also, ich habe gelesen, Fort Strong, da wurde der erste Fatman gebaut. Deswegen haben wir auch so viele Atombomben. Okay. Das ist dann der Ort, nicht hier. Die Insel da. Da will ich aber jetzt nicht hinschwimmen. Deswegen schnell reisen zu Preston. Fort Strong. Das war eine der letzten Missionen mit Dance. Aber ich traue ihm nicht hinterher. Er war ja ein Synth. Aber was, wenn ich ein Synth bin? Oh mein Gott, mindbreaking. Diese Theorien gibt es ja auch schon, aber die halte ich für dämlich. Es sei denn, die haben mich ausgetauscht. Und geklont. Es gibt ja Klone, ne? Ganz am Anfang, könnt ihr euch erinnern, wir haben Klone getötet. Die sind nicht mehr aufgetaucht seitdem. Und ich weiß nicht, was es war. Es kann ja nicht sein, dass das alles Synths waren, oder? Ich muss mal wieder schon verwirrend. Preston, wo willst du hin? Was machst du überhaupt hier, Preston? Hey. Die Garnison der Burg hat Gegner entdeckt, die den Perimeter ausgespäht haben. Wir sollten versuchen, rauszufinden, was da los ist. Was? Verteidigung der Burg. Reise zur Burg. Hier sind wir schon. Hoffentlich bist du nicht einer dieser... Was? Wollt ihr mich gerade Synth nennen? Guck mal, ich will Grinded Brew, Ale, Lager, Pale, Pilsner Stout. Abgefahren. Wir brauchen... Achso, ich habe ja... Man kann auch F gedrückt halten. Oder einmal F drücken. Und dann können wir hier mit WASD unsere Medikamente nehmen. Mit E, ne? Genau, F runter und dann mit E. So, ich müsste mir das mal angewöhnen eigentlich. So, was Preston, wir sind ich hier. Ich habe eine Nachricht erhalten, dass eine unserer Siedlungen einen Angriff der Gunner abgewehrt hat. Ich habe schon gegen die Gunner gekämpft und irgendwas sagt mir, dass sie nur die Verteidigung austesten wollten. Die Leute werden deine Hilfe brauchen. Gut Warwick. Okay. Was denn jetzt? Also doch nicht die Burg. Dann müssen wir jetzt zu Gut Warwick. Das ist hier unten. Jetzt tut sich mal was bei den Minuteman-Quests. Ne? Witzig.
Oh, die Kanone, das ist diese Kanone. Also die verschießt Kanonenkugeln. Die finden wir auf dem Piratenschiff, glaube ich, wo ich immer mal hin wollte und es einfach nicht tue. Hey, zumindest ist es ehrliche Arbeit. Was willst du denn von mir? Guck mal hier, habe ich gebaut. Cool, oder? Und Wasser habe ich auch gebaut. Und Betten habe ich gesetzt. Bitte, wir... Moment mal, du gehörst nicht zu den Gunnern. Bist du hier, um uns zu helfen? Oh ja, ladet die Artillerie. Ja, was kannst du mir über euer Problem mit den Gunnern sagen? Es sind die Gunner. Vor ein paar Tagen haben wir eine Gruppe dabei erwischt, wie sie hier rumgeschnüffelt hat. Und es gab eine kleine Auseinandersetzung. Als sie gemerkt haben, dass wir uns wehren, sind sie abgehauen. Aber Gunner geben nie so einfach auf. Wenn du uns helfen könntest, unsere Verteidigung auszubauen, wäre das wirklich super. Alles klar. Ich tue mal gerade mein Zeug hier in eine Kiste, dann haben wir auch ein bisschen mehr Platz. Ups. Weil das ist ja verbunden. Sehr gut. Kate, komm mal her. Du hast auch noch ein bisschen Schrott, oder? Wo soll ich denn Sachen hinbauen? Ach, hier. Kate, komm mal her. Kate, komm mal her. Na klar. Mit deinem halb kaputten Anzug. Wir hätten echt mal ausmisten können, ne, Kate? Aber haben wir nicht. Aber haben wir nicht. Aber Nuka-Granate, da hast du sie ja sogar noch. T60-Helm. Guck mal, da ist er doch. Zieh ihn doch an, Kate. Meine Güte. So, und gib mir deinen Schrott. Gib mir deinen Schrott. Ich geb dir meinen. Gib mir deinen Schrott, Hase. Wir sind immer noch nicht überladen. So, und jetzt. Ja, ja, mein Hemd. So, Transfer. So, den Rest behalten wir. Scheiße. So, dann leg mal los, meine kleinen Geschütze. Das war's schon, die beiden. Jetzt kann ich Geschütz mal umstellen hier. Ja, nehmt das. Wir haben gewonnen. Ihr Minutemen wisst echt, wie man kämpft. Wir werden nicht vergessen, was ihr für uns getan habt. Da muss ich auch noch rein. Da gibt's auch eine Wackelpuppe. Das ist, gehört auch, glaube ich, den Gunnern. Na egal, auf jeden Fall schießt da jemand. So, jetzt müssen wir es mal gerade umstellen hier. So schön habe ich das auch nicht platziert. Dann kannst du ja durch den Zaun schießen. So, und du kommst hier oben hin. Da habe ich schon eins hingesetzt. Ah, ne, setzen wir hier hin. So. Sehr schön. Kann man auch schöner bauen, aber will ich nicht. So, wir sollen mit Preston sprechen. Was haben wir denn hier? Stimpak, Teebeere, Kettenklinge. Was ist denn eine Kettenklinge? Ich glaube, das ist eine Motorsäge. Schön. Schön. Okay, hier sind wir fertig. Ich kann euch mal zeigen, was ich hier gebaut habe. Ist nicht viel. Ist nur hier, guck mal, warum ist der Silber und der so? MK5? MK1. Ist das irgendwie ein Unterschied? Anscheinend, hä? Okay, hier habe ich Betten reingesetzt. Das war eigentlich alles. Ich habe Müll weggemacht, Betten reingesetzt, Wasser hingesetzt, Artillerie. Das war's. Schön, ne? Jetzt seid ihr schlauer. Warum ist eigentlich Preston wieder in der Burg? Wie witzig. Der war immer ein Covenant. Da wurde auf einmal die Quest abgebrochen. Ich denke mal, Preston Garvey ist entbuggt worden. Weil der war immer am Gartenarbeiten am Verrichten. Das war schon schlimm. So. Preston Garvey. Ich gebe dir mal bald neue Waffen. Ja, das sind ein paar Gunner, die in nächster Zeit keine unserer Siedlungen mehr angreifen werden. Wenn wir alle zusammenarbeiten, haben diese Typen keine Chance. Und? Bist du bereit für neue Arbeit? Die Minutemen kommen nie zur Ruhe. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Raider-Problem bei Somerville Place. Da waren wir schon leider. Schade. Na gut. Leute, ich muss jetzt erstmal abspeichern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Fallout 4. Bis dahin, haut rein, Leute.